Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wie am Ende der letzten Folge angekündigt, werden wir jetzt Richtung Vizima aufbrechen, da wir im Sumpf selber keine Quests mehr haben, außer diese Blüten beim Fährmann abzugeben. Und das können wir auf dem Weg dahin erledigen. Genau, und in der Stadt haben wir dann noch einiges zu tun. Zeugen befragen. Zeugen einschüchtern. Zeugen nochmal befragen. Belohnung abholen. So, wie kommen wir denn hier weg? Müssen wir jetzt ganz links rum wieder zurücklaufen oder können wir auch nach rechts oben raus? Hier. Ja. Das funktioniert so nicht. So, also bin ich dann eben lang gelaufen. So, diesen Weg hier mal folgen. Aber hier können wir leider nicht. Ja, okay. Naja, dann hilft das alles nichts, dann müssen wir links rum zurückgehen. Oder oben rum hier. Das geht? Großfederchen. Ich weiß nicht, ob es geht, aber sieht so aus. Und diesmal eine feindliche. Da schon etwas härterer Gegner. Wollen wir nicht reingehen, ne? Genau. Den gehen wir wieder. Sind das dieselben wie damals? Ja. Die hier gespawnt sind. Mochten wir damals schon nicht. Oh. Oh, schnell. Hier waren wir schon. Das sah aber der Dolch sah interessant aus. Hat denn der Dolch auch irgendeinen Vorteil? Ich weiß nicht, schleichen kann man nicht. Vielleicht kann man schleichen, wenn man den Dolch hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, das widerspricht Geralt, wie er ist und wie er lebt. Ja, ich meine nur, weil die Fackel macht hell, logisch. Ja. Die Axt ist gut gegen diese komischen Kräuterpflanzen. Und der Dolch macht nichts. Wer möchte übersetzen? Herr, braucht ihr ein Boot? Ja, bitte. Was wollt ihr? Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich! Ich hab schon gedacht, es wird nichts mehr. Hier. 5 Büschel Krautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch. Was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Ah. Und zurück in Vizima, wo wieder Not und Elend herrscht, wie ich das so sehe hier. Komm, ist der Hexer aus der Stadt. Kämpfen die jetzt unten am Deich. Ich find's gut, wie du das Sprichwort abgewandelt hast. Ja, eindeutig. Gut, der Strand.
So, welche Uhrzeit haben wir? 3 Uhr. Bei Leute warten, müssen wir nämlich auch eine Quest abgeben, da warten wir doch hier. Ah, der arbeitet nachts nicht. Natürlich nicht. So einen Kaufmann doch nicht. Der ist reich, der hat das nicht nötig. Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Lebt wohl. 400 Lorenz. Was ist denn das gesehen? War da gerade eingeblendet in grün. In der Mitte des Bildschirms. Ah, ich hatte unten geachtet, ob es da steht. Ich bin so heiß. Oh. Ja. Nein. Wir müssen Geld verdienen. Dann können wir erst Spaß haben. Money over bitches. Das ist, er macht die Kohle. Ja. So. Wir haben gar keinen Fistech erhalten. Hitlerviertel. Ja, wir sind Wachposten. Da müssen wir hin. Den Kopf abgeben. Was haben wir hier? Den Archis-Spruchkopf. Das Fistech haben wir, die Salamandra. Ja, da müssen wir mal nachts hier rumlaufen und hoffen, dass wir ein paar Banditen begegnen. Begegnen? Begegnen, ja. Begegnen. Ja, er kommt vom Dorfe. Ich bin müde. Was gibt's, Hexer? Ich habe die Archespor im Sumpf getötet. Was zum Teufel ist das? Was es auf Erden nicht alles Abscheuliches gibt. Das macht 400 Orens Belohnung. Gibt es viele Probleme in der Stadt? Banditen, Ungeheuer, die Pest und euch. Richtig. Was gibt's, Hexer? So, wir könnten ihn jetzt, uns jetzt entscheiden, dass wir den Brief von dem Elfenanführer der Stadtwache geben. Sprich, den Menschen. Und da können wir uns jetzt ein wenig entscheiden, auf welche Seite wir uns schlagen. Jo, was machen wir? Wir bleiben neutral und tun das, was unser Auftraggeber, der uns bezahlt, von uns möchte. Würde ich sagen. Wir gucken jetzt auch, dann kann ich nicht widersprechen. So, warten wir noch, bis wir einen Händler finden. Wir können hier schon mal gucken, was das ist. Zehn Zungen. Haben wir die nicht sogar schon? Okay. Was ist das denn? Ich glaube, wir gehen jetzt mal zu Vivaldi und geben den Brief ab, bevor denn auch jemand Falsches in die Hände fällt. Hier sieht's aus. So Sperrmüll mal abgeholt worden. Es kam zu neuen Massakern in Anderlecht. Wenn denn der Sperrmüll angemeldet wurde und das keine wilde Ablagerung ist. Ich weiß nicht, wie das in Buzima gehalten wird. War diesem Ort fehlt die Schönheit, die mein Volk normalerweise umgibt. Rassist! Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet! Oh, was die gleich oder von einem denken. Ja, da will man mal nett Hallo sagen. Da ist er ja. Ich mag ja Zwerge. Ich spiele ja immer einen beim Pen and Paper Rollenspiel. Oh. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah,
Ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nichts. Ich bin weder Bewohner wie Simas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Na, gehen wir erstmal unsere Quest ab. Ich habe eine Botschaft von Yevin für euch. Yevin? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg. Alle wollen sowieso immer dasselbe. Zwerginnen. Nein, wir geben die richtige Antwort. Macht oder Gold? Gold. Denn um so einen Krieg zu finanzieren, braucht man Gold. Gold? Gold, ganz genau. Wenn ihr später noch einmal vorbeikommen wollt, könnt ihr meine Antwort an Yevin abholen. Einverstanden. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Yevin hat euch zweifellos welches versprochen. Ja, so sind die Zwerge. Machen wir das dann trotzdem? Ich meine, wir sind ja quasi Auftragshexer. Ich habe keine Zeit. Oh. Dafür nehmen wir seinen Beutel mit. Das brauchst du nicht mehr. Die Melone lässt liegen im Schrank. Ja. So. Was war das da? Pechschwarz? Pechschwarz heißt hier. War das nicht der Schuhputzer? Weiß ich nicht, der ist jetzt weg. Aber könnte sein, ja. Da ist er doch. Der Schuhputzer. Wie könnten wir unseren. Wie heißt's? Alchemisten besuchen. So ein Freund. Das heißt Freund, Bekannten. Du meinst, der hat was für uns? Zumindest vier Ohren. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Das machen wir doch. Ja, Geld lockt uns immer. 1000 Orens, das ist ja... Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur.
Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von Die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Ja. Diese unglaublich schwer zu findenden Bücher, eins haben wir schon gefunden. Bei dem Großväterchen. Richtig, der hatte ja so ein Buch. So. Ja, ich denke, wir machen hier den Cut. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.